Im Studio Laura Dünnwald. Und damit ganz herzlich willkommen. Den Bomben sollen nun Worte folgen. Das zumindest ist die Strategie der Europäer in der Syrien-Krise. Und die Bundesregierung will vermitteln. Eine schnelle Lösung ist jedoch nicht in Sicht, zumal sich die Frage stellt, soll mit dem Assad-Regime verhandelt werden oder nicht. Michael Wüllenweber. Gestern hatten sich noch alle Tarifparteien zuversichtlich gezeigt, bis Dienstag einen Durchbruch mit Tarifabschluss zu erzielen. Heute stellt sich die Situation bei den Verhandlungen für die Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes ganz anders dar. Es ist von Komplikationen die Rede. Schließlich sollen einige Berufsgruppen anderen gegenüber bevorteilt werden. Erdmann Hummel. Der mutmaßliche Vergewaltiger, der eine 19-Jährige in einem Zug missbraucht haben soll, hat sich der Polizei in Moers gestellt. Das berichten mehrere Medien. In Stuttgart können sich Patienten jetzt übers Internet oder Telefon behandeln lassen. Dort startet das Modellprojekt Doc Direkt. Wer krank ist und sich nicht ins volle Wartezimmer setzen will, kann sich vom Doktor einfach anrufen lassen. Sollte das Modell erfolgreich sein, könnte es auch in anderen Bundesländern eingeführt werden. Fabian Dittmann. Der Staffordshire Terrier Chico ist eingeschläfert worden. Offenbar als Reaktion auf einen Erpressungsversuch tritt die berühmteste Travestiekünstlerin Europas und ESC-Gewinnerin Conchita an die Öffentlichkeit. Mit einem klaren Statement zu ihrer HIV-Infektion überrascht sie Fans und Medien und hebt damit wieder ein wichtiges Thema in die Schlagzeilen. Dazu Thomas Fedder. Lachende oder küssende Smileys sind aus unserer Textkommunikation kaum mehr wegzudenken. Dafür benutzen wir allerdings längst nicht mehr Doppelpunkt, Klammer und Co., sondern schöpfen aus dem Angebot der über 2000 vorgefertigten Bilder, den sogenannten Emojis. Aber wer bestimmt die eigentlich und versteht sie auch jeder? Dazu Stefan Hiran. Und das war's von uns. Jetzt kommt hier das Wetter. Ihnen noch einen schönen Abend. Bis bald. Tschüss.